Hallo, ich begrüße dich herzlich zur Beckenbodenentspannung mit den Faszienbällen. Du brauchst eine Matte, legst dich auf den Rücken und hast deine zwei Faszienbälle. Deine Füße sind aufgestellt, die Wirbelsäule lang, der Nacken lang. Dann nimm deine Faszienbälle. Lege sie auf deine Hüftknochen, auf deine Darmbeinschaufeln und beginne mit leichten, kreisenden, rollenden Bewegungen nach unten zu rollen, seitlich über die Hüfte bis hin zu deinen Sitzbeinhöckern. Nun platziere die Bälle unter deinem Gesäß unter deinen Sitzbeinhöckern. Spüre die Faszienbälle. Und dann beginne mit dem Einatmen dein Becken zu kippen. Mit dem Ausatmen wieder aufzurichten. Wiederhole das noch einige Male ein und aus und kippe dabei immer wieder dein Becken vor und zurück, vor und zurück. Atme ein und aus, ein und aus. Wenn du das Ganze etwas intensiver haben möchtest, kannst du deine Beine auch ausstrecken. So erhöht sich der Druck auf deine Muskulatur. Nun rolle seitlich von rechts nach links und wieder zurück mit deinem Gesäß, mit deinem Becken über die Faszienbälle hin und her. Deine Atmung fließt wieder ganz gleichmäßig ein und aus, hin und her. Bleibe bei der seitlichen Bewegung noch einmal hin und her. Dann hebe dein Gesäß etwas an und lege die Faszienbälle oder schiebe die Faszienbälle etwas weiter nach oben Richtung Kreuzbein. Jetzt erhöht sich der Druck auf deine Muskulatur. Versuche nochmal bei der Atmung zu bleiben, ganz gleichmäßig ein- und auszuatmen und dein Becken wieder zu kippen und aufzurichten. Ein und aus, vor und zurück, vor und zurück. Atme tief und gleichmäßig. Halte noch etwas durch, noch einmal ein und aus. Und dann wechseln. Und rolle wieder seitlich von links nach rechts und wieder zurück. Hin und her. Hin und her. Atme ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein letztes Mal hin und her. Dann hebe sanft dein Gesäß, leg die Bälle zur Seite, leg dein Gesäß wieder auf der Matte ab, streck deine Beine aus, leg deine Hände auf deinen unteren Bauch und spüre nach. Lass deine Atmung gleichmäßig fließen und spüre in dich hinein, in dein Becken, in deine Beckenbodenmuskulatur. Atme nochmal tief und vollständig ein und wieder aus. Und dann komme langsam wieder zurück und beende die Entspannung.